Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Battle Pass bzw. den Herausforderungen von Conan. Heute geht es um etwas Spezielles. Bitte wundert euch nicht, dass ich gerade hier fliege. Und zwar geht es darum, eine gewöhnliche Herausforderung, Federn aus einem Geiernest zu holen. 10 Stück insgesamt müssen wir holen. Und ich befinde mich jetzt gerade hier unten in... Also ja, ich sag mal so die Grenze von C und D8. Also genau hier befinde ich mich gerade. Hier spawnt man, wenn man im Westen spawnt. Und ich zeige euch das von oben, damit ihr das besser sehen könnt. Hier ist dieses große Gebiet, wo man halt auf die ersten menschlichen Gegner trifft. Und hier fliegen ganz, ganz viele Geier rum. Also wenn ihr unten auf dem Weg diese Schatten seht auf der Erde... Da könnt ihr euch schon ungefähr dran orientieren. Und wie ihr seht, gibt es hier auch jede Menge von diesen Nestern. Ich fliege mal ein bisschen hier hin. Ich bin jetzt gerade im Admin-Modus, aber ich habe das ja schon diverse Male gesagt, dass ich das in meinem Admin-Modus am besten zeige. Ja, und wenn ihr jetzt an so einem Nest seid, müsst ihr einfach nur tippen. In diesem Fall gibt es jetzt 4 Federn in einem Nest, die wir jetzt schon mal geholt haben. Und hier oben, also alles direkt noch hier in der Nähe von den ersten Menschen, da gibt es dann auch nochmal 4 Federn. Ich denke mal, es sind immer 4 Federn, ich weiß es nicht genau. Und ich zeige euch nochmal eine kleine Übersicht. Da oben geradeaus sieht man dann schon wieder einen Geier sitzen. Da ist auch nochmal ein Nest. Da hinten ist wieder ein Geier, der hier sitzt. Hier ist auch nochmal ein Nest. Also da könnt ihr wirklich jede Menge abstauben. Hier sind nochmal 2 Geier. Die müsst ihr übrigens nicht besiegen, soweit ich das mitbekommen habe, sondern die fliegen einfach so weg, weil das sind die gleichen Geier, die ihr auch hier vorne in dem Bereich findet, wenn ihr da am Strand spawnt. Also ihr spawnt ja ziemlich genau da, wo ich jetzt hinschaue, ungefähr an diesem kaputten Schiff da hinten. Da spawnt ihr in etwa. Ja, und hier gibt es, wie gesagt, jede Menge Nester zu entdecken. Ihr könnt euch da mal ein bisschen umsehen. Wie gesagt, die leichteste Route ist, einfach hier hinten zu den Menschen zu gehen, in die Richtung. Sich dann natürlich im Vorfeld, ungefähr da, wo der Hund ist, am besten hier hoch zu klettern. Beziehungsweise, der Hund ist, glaube ich, nicht hier. Der ist noch da hinten eins weiter. Nee, ist es doch hier. Hier irgendwo, genau, unter mir ist der Hund. Und dann seht ihr ja auch schon hier diese großen Dinger. Und dann kann ich euch nur empfehlen, direkt hier hoch zu gehen. Ja, und dann einfach nur diesen Weg hier zu folgen. Und dann habt ihr ja schon das erste Nest und da direkt das zweite Nest. Und so kommt ihr ganz schnell an eure Federn. Ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte. Ihr könnt natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und schaut auch gerne mal in ein anderes Video zum Battle Pass bzw. zu den Herausforderungen rein. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.